Ich bitte doch um Ruhe. Herr Abgeordneter, ich bitte zum Antrag zu sprechen. Bitte Sie, Herr Präsident. Herr Präsident, die Opposition hätte, wie es ihr gutes Recht ist, gern die Regierung gestört. Es ist also die Zeit gekommen, dass Sie unseren Mitbürgern die Wahrheit sagen. Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Nach 57 Jahren versammeln wir uns als frei gewählte Abgeordnete des ganzen deutschen Volkes hier im Reichstag in Berlin. Ein freies und geeintes Parlament in einem freien und geeinten Berlin, in einem freien und geeinten Deutschland. Welch ein Tag in der parlamentarischen Geschichte unseres Landes. Dieser Reichstag steht für Aufstieg und Fall der Demokratie in Deutschland. Von einem Balkon dieses Gebäudes aus hat am 9. November 1918 Philipp Scheidemann die Republik ausgerufen. Der Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. zum 28. Februar 1933, der das Gebäude weitgehend zerstörte, gab das Signal zu der ersten großen Welle der Verfolgung von Gegnern des Nationalsozialismus. Am Ende dieses Krieges war dieses Haus nur noch eine Ruine, bis schließlich 1956 der Beschluss gefasst wurde, es wiederherzustellen und für parlamentarische Zwecke zu nutzen. Auf dem Westgiebel dieses Hauses steht die Inschrift dem deutschen Volke. Wir haben dies in der Zeit der Trennung immer als eine Mahnung empfunden, für die Verwirklichung der Demokratie in ganz Deutschland einzutreten. Mit der heutigen Sitzung kann dieses Haus wieder seiner eigentlichen Bestimmung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland dienen. Hier soll für das Wohl des ganzen deutschen Volkes gearbeitet werden. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Beginn eines neuen Abschnitts unserer parlamentarischen Arbeit wollen wir all derer gedenken, die als ehemalige Mitglieder des Reichstages der Weimarer Republik in der Zeit der Diktatur seit 1933 Opfer der Gewaltherrschaft wurden und ihr Leben lassen mussten. Mehr als 100 Reichstagsmitglieder fanden den Tod, sind in den Haftanstalten und nationalsozialistischen Konzentrationslagern umgekommen, wurden ermordet, hingerichtet, in den Tod getrieben, starben an den Folgen der Haft. Viele wurden Opfer kommunistischer Säuberungen in der Stalin-Ära. Wir gedenken aller Opfer der Nationalsozialisten und wir gedenken der Opfer des SED-Regimes, der Opfer von Mauer und Stacheldraht. Lassen Sie uns der Opfer und ihrer Angehörigen, die mit ihnen leiden und sterben mussten, erinnern, indem wir ihrer mit einer Minute des Schweigens gedenken. Meine Damen und Herren, Sie haben sich zu Ehren der Opfer von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Berlin, der Reichstag, ist der Ort, an dem wir uns erneut als Parlamentarier verpflichten, Garanten der Menschenrechte zu sein,
Freie Parlamentarier und freie Parlamente sind die Garanten für den Schutz der Menschenrechte, der Freiheit und Würde der Person. Unsere Geschichte legt uns im Innern wie nach außen eine besondere Verantwortung auf. Sie fordert von uns, für Frieden und den Schutz der Menschenrechte einzutreten. Sie verlangt von uns, alle Zeit die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. In den vergangenen Wochen und Monaten haben die beiden Regierungen und Parlamente große Arbeit geleistet, um die Voraussetzungen für die Vereinigung, die Wiedererrichtung der 5 neuen Bundesländer, die Herstellung einer Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion und die Errichtung einer demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung zu schaffen. Hier wurde aus dem Stand heraus parlamentarische Demokratie praktiziert, ein schwieriges, aber lohnendes Unterfangen. Die ausgeschiedenen Kolleginnen und Kollegen der Volkskammer haben Außergewöhnliches geleistet. Wir danken Ihnen. In unserer aller Namen danke ich den ehemaligen Mitgliedern des Deutschen Bundestages, die zum großen Teil viele aktive Lebensjahre eingebracht haben für eine stabile, demokratische und soziale staatliche Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland. Mit Leidenschaft und Hingabe haben Sie für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands gewirkt. Welch ein großer Tag gerade für Sie ist dieser heutige Tag. Wir danken den Kolleginnen und Kollegen des Europäischen Parlaments und hoffen auf ein rasches Zusammenwachsen in Europa mit erweiterten parlamentarischen Kompetenzen für das Europäische Parlament. Mit der heutigen Plenarsitzung des Gesamtdeutschen Bundestages beginnt die parlamentarische Arbeit im Vereinten Deutschland. Vor uns liegen innen- wie außenpolitisch große Aufgaben, Aufgaben, die in der kommenden Zeit unsere ganze Kraft beanspruchen werden. Ich darf auch von mir aus und namens der Bundesregierung sehr herzlich die neuen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Deutschen Bundestag die Bevölkerung von Brandenburg, von Mecklenburg-Vorpommern, von Sachsen, von Sachsen-Anhalt, von Thüringen und dem Ostteil Berlins repräsentieren, begrüßen. In den vergangenen Wochen und Monaten haben Sie ebenso wie alle anderen Mitglieder der Volkskammer und wie auch die Regierung der bisherigen DDR unter der Führung von Ministerpräsident Lothar de Maizière unter schwierigsten Bedingungen ein großes Arbeitspensum geleistet. Dafür gebührt Ihnen allen unser Respekt, unser Dank und unsere Anerkennung. Meine Damen und Herren, in wenigen Wochen geht die Legislaturperiode des 10. Deutschen Bundestages zu Ende. Des 11. Deutschen Bundestages zu Ende. Nun, meine Damen und Herren, wenn Sie für den Rest, wenn Sie bei Übersicht über die 8 Jahre meiner Regierungszeit dies als Fehler entdecken, gönne ich Ihnen diesen Fehler. Am 2. Dezember wählen alle Deutschen gemeinsam ihr neues Parlament. Ich will mich heute bei dieser Erklärung auf jene Fragen konzentrieren, die gerade jetzt vor dem Hintergrund der Wiedervereinigung unseres Landes vordringlich sind. Mit der heutigen Regierungserklärung will ich darüber hinaus die Grundsätze erläutern, von denen sich die Bundesregierung leiten lässt. Die Politik der Bundesregierung wird geprägt sein vom Bewusstsein und der Erkenntnis und der Verantwortung für die deutsche Geschichte in allen ihren Teilen. Nur wer seine Herkunft kennt und sich zu ihr bekennt, hat einen Kompass für die Zukunft. Und wir vergessen nicht, wem wir die Einheit unseres Vaterlandes zu verdanken haben. Viele haben dazu beigetragen, zuallererst die Menschen in der bisherigen DDR.
Gerade hier in Berlin möchte ich die Vereinigten Staaten von Amerika nennen, allen voran Präsident George Bush. Ich nenne unsere französischen Freunde, ich nenne unsere Freunde in Großbritannien. Wir danken allen unseren Partnern in der Europäischen Gemeinschaft und im Atlantischen Bündnis für ihre Solidarität. Dank schulden wir vor allem auch den Bürgerrechtsbewegungen, den Reformbewegungen in Mittelost- und Südosteuropa. Vor gut einem Jahr ließ Ungarn die Flüchtlinge ausreißen. Damals wurde der erste Stein aus der Mauer geschlagen. Die Freiheitsbewegungen in Polen, in der Tschechoslowakei haben den Menschen der DDR Mut gemacht, für ihr Recht auf Selbstbestimmung einzutreten. Präsident Michail Gorbatschow hat einen unschätzbaren Beitrag zur Überwindung der Teilung unseres Vaterlandes geleistet. Er hat das Recht der Völker auf den eigenen Weg anerkannt. Und ohne das neue Denken in der sowjetischen Außenpolitik hätten wir den Tag der deutschen Einheit nicht so bald erlebt. Wann je, meine Damen und Herren, hat ein Volk die Chance, Jahrzehnte der schmerzlichen Trennung auf so friedliche Weise zu überwinden? Ohne Krieg und Gewalt, ohne Blutvergießen und in vollem Einvernehmen und mit der Zustimmung unserer Nachbarn und Partner haben wir die Einheit Deutschlands in Freiheit wiederherstellen können. Dies ist ein wichtiges Kapital auf dem Weg in die Zukunft unseres Volkes. Mit besonderer Dankbarkeit erinnern wir uns des deutschen Widerstands gegen Hitler, eines Widerstands aus allen Gruppen unseres Volkes. Ich nenne besonders hier die mutigen Männer und Frauen des 20. Juli 1944 im Kampf für ein friedliches, für ein freies und der Menschenwürde verpflichtetes Deutschland gaben viele ihr Leben hin. Das Grundgesetz, unsere Verfassung, gilt jetzt für das gesamte deutsche Volk. So heißt es jetzt in der Präambel. Und damit stellen sich alle Deutschen bewusst auch in die Tradition der Väter und Mütter unserer Verfassung, die sich damals von dem doppelten Schwur leiten ließen. Nie wieder Krieg, nie wieder Diktatur. Ich darf auch heute hier stellvertretend für viele nennen, Konrad Adenauer, Kurt Schumacher und Theodor Heuss und hier in Berlin vor allem auch den unvergessenen Ernst Reuter. In das Selbstverständnis des vereinten Deutschlands geht auch die Erinnerung an den 17. Juni 1953 ein. Wir denken an alle jene Deutschen, die in der ehemaligen DDR im Kampf für die Freiheit, Gesundheit und Leben aufs Spiel setzten und oft auch verloren. Ihr Vermächtnis erfüllte sich in der friedlichen Revolution, mit der das SED-Regime überwunden wurde. Meine Damen und Herren, wenn wir uns zur deutschen Geschichte in allen ihren Teilen bekennen, dann wollen wir auch nicht ihre düsteren Kapitel ausblenden. Niemals darf vergessen, verdrängt oder verharmlost werden, welche Verbrechen in diesem Jahrhundert von deutscher Hand begangen worden sind, welches Leid Menschen und Völkern zugefügt wurde. Indem wir diese geschichtliche Last gemeinsam tragen, erweisen wir uns auch der gemeinsamen Freiheit würdig. Die Erinnerung auch an das dunkelste Kapitel unserer Geschichte wachzuhalten, schulden wir den Opfern. Wir schulden es vor allem den Opfern des Holocaust, des beispiellosen Völkermords an den europäischen Juden. Uns leidet auch in dieser Stunde der feste Wille, über die Gräber der Vergangenheit Brücken zu bauen für ein gemeinsames Werk der Verständigung und des Friedens und der Versöhnung im Geiste der Menschenrechte. Das gilt
für alle Bereiche der inneren wie der äußeren Politik. Kontinuität und Neubeginn. Das vereinte Deutschland steht für das eine wie für das andere. Wir können aufbauen auf der bewährten Grundlage, die in der Bundesrepublik errichtet und entwickelt wurden. Und wir halten fest an unserem Engagement für die europäische Einigung, den Bau der Vereinigten Staaten von Europa und für die alliantische Allianz. Aber, meine Damen und Herren, wir wissen auch, dass wir nach der staatlichen Wiedervereinigung in vieler Hinsicht erst am Anfang stehen. Wirtschaftliche und soziale Fragen sind jetzt vordringlich, aber sie sind wahrlich nicht die einzigen, die wir lösen müssen. Ich denke vor allem auch an die schwerwiegenden Folgen, die 4 Jahrzehnte kommunistischer Diktatur im geistigen Leben und in den Seelen der Menschen hinterlassen haben. Die meisten Menschen in der DDR und der Bundesrepublik hatten sich in all der Zeit, die wir erlebt haben, ein waches Bewusstsein dafür bewahrt, dass wir als Deutsche zusammengehören. Die Herzen schlugen für die Freiheit und für die Einheit. Und die friedliche Revolution im vergangenen Herbst hat dafür auf bewegende Weise Zeugnis abgelegt. Das ändert nichts daran, dass über 4 Jahrzehnte hinweg die Deutschen in Ost und West ihr Leben unter gänzlich anderen Bedingungen gestalten mussten, dass sie von völlig verschiedenen, manchmal auch durchaus gegensätzlichen Erfahrungen geprägt wurden. Wir müssen deshalb mit Verständnis und mit gegenseitiger Achtung aufeinander zugehen. Und dabei dürfen wir einander auch nicht überfordern. Gefragt sind Offenheit und Toleranz und die Bereitschaft, einander besser begreifen zu lernen. Die Diktatur der SED mit ihrem Stasi- und Propagandaapparat, mit ihrem praktisch alles erstickenden Geflecht aus Unterdrückung und Verführung hat gerade auch in den Herzen der Menschen Wunden geschlagen. Gezielt versuchten die kommunistischen Machthaber, Menschen gegeneinander auszuspielen, Vertrauen zu zerstören und Hass zu säen. Wir dürfen jetzt nicht zulassen, dass noch im Nachhinein diese Saat der SED aufgeht. Und das heißt, meine Damen und Herren, wir müssen unbeirrt den Weg des Rechtsstaats gehen. Denn nur im Rechtsstaat verbindet sich die Forderung nach Gerechtigkeit auch mit dem Willen zum inneren Frieden. Wer schwere Schuld auf sich geladen hat, der wird die Konsequenz dafür tragen müssen. Er wird zur Rechenschaft gezogen werden. Um jedoch für unser Volk den inneren Frieden zu gewinnen, müssen wir auch die Kraft zur inneren Aussöhnung aufbringen. Mir ist durchaus bewusst, wie schwierig das ist, vor allem für viele, die gelitten haben, ist. Wir alle müssen uns dieser Herausforderung stellen. Und ich sage ganz bewusst, meine Damen und Herren, wir alle. Denn in einem vereinten Deutschland müssen wir die Lasten gemeinsam tragen. Auch jene, die aus der Vergangenheit stammen. Wir würden sonst die Barrieren, die wir niedergerissen haben, mit unserem Denken neu befestigen und aufrichten. Deutschland zusammenzuführen, in jeder Hinsicht, geistig, kulturell, wirtschaftlich, sozial, das ist die Aufgabe der kommenden Jahre. Und dabei hat jeder Wichtiges und Bedeutendes einzubringen. Die Deutschen in der bisherigen Bundesrepublik aus ihrer erfolgreichen Wirtschafts- und Sozialordnung eben auch etwas anderes, was wichtig ist. Vor allem eine bewährte, freiheitliche, rechtsstaatliche Verfassung, unser Grundgesetz, das jetzt in ganz Deutschland gilt. Und die Menschen in der bisherigen DDR bringen insbesondere das Selbstbewusstsein jener ein, die sich in einer friedlichen Revolution gegen eine Diktatur durchgesetzt haben. Mit ihrem unverstellten Blick für den Wert der Freiheit schärfen sie vielen den Blick dafür, welch kostbares Gut das ist, eine freiheitliche Demokratie in einem vereinten Vaterland.
Freiheit und Verantwortung gehören unauflöslich zusammen. Deshalb gilt es, jene Institutionen zu stärken, die den Menschen Halt und Orientierung geben. Liebe und Geborgenheit werden zuallererst in der Familie erfahren. Sie ist und bleibt der wichtigste Ort für die persönliche Entwicklung, für die Vermittlung von Werten und Tugenden. Der Staat. Der Staat muss die Familie bei der Erfüllung dieser Aufgaben unterstützen. Er darf sich niemals anmaßen, die Familie ersetzen zu wollen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zum Beitrag der Länder zwischen Elbe und Oder, zwischen Rügen und der sächsischen Schweiz gehört nicht zuletzt ein unschätzbares kulturelles Erbe. Es sind alte, traditionsreiche Landschaften mit einzigartigen Zeugnissen unserer Geschichte. Die Schlösser in Schwerin oder in Potsdam, die großartigen Figuren des Naumburger Doms, die Semperoper in Dresden, sie alle stehen für das eine Deutschland. Auf der Wartburg übersetzte Luther die Bibel für alle Deutschen. Und Weimar ist weltweit auch zum Synonym der deutschen Klassik geworden. Wir freuen uns, dass diese Stätten unserer gemeinsamen Geschichte und Kultur wieder für alle zugänglich sind. Aber dieses Erbe, das zugleich ein europäisches Erbe ist, nimmt uns auch gemeinsam in die Pflicht. Insbesondere müssen wir dafür sorgen, dass die Kulturinstitutionen von europäischem Rang auf dem Gebiet der bisherigen DDR ihre Bedeutung für Deutschland und Europa behalten. Und ich weiß um die Verantwortung, die die Bundesregierung unbeschadet der grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder für das Fortbestehen dieser Einrichtungen trägt. Und wir werden uns auch in diesem Sinne zu verhalten haben. Das Bewusstsein der Menschen für die Einheit unserer Nation hat sich niemals auf die kulturelle Dimension beschränken lassen. Sie wollte als ein Volk in einem vereinten und freien Deutschland leben. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt es darauf an, dass Deutschland auch wirtschaftlich und sozial möglichst rasch wieder eins wird. Das wird uns große Anstrengungen abfordern und dafür werden wir auch Opfer bringen müssen. Aber ich weiß, wir werden es schaffen, wenn wir jetzt zusammenstehen. In diesem entscheidenden Augenblick unserer Geschichte müssen wir mehr denn je zu Solidarität fähig sein. Dann werden wir auch die tiefe geistige, wirtschaftliche und ökologische Krise überwinden, die der Kommunismus, Sozialismus in der DDR hinterlassen hat. Es kommt darauf an, dass wir jetzt offen Bilanz ziehen und dass wir zugleich mit dem Aufbruch beginnen. Jeder weiß, die Hinterlassenschaft der SED-Diktatur ist verheerend. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die wirtschaftliche Lage in der DDR wird bestimmt durch den schwierigen Übergang von der sozialistischen Kommandowirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft. Diese Aufgabe ist ohne Beispiel. Nachdem sich zwei unvereinbare Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen über Jahrzehnte hinweg auseinanderentwickelt haben, geht es jetzt und heute darum, die Zukunft in Freiheit gemeinsam zu gestalten. Ich bin sicher, wir haben alle Chancen, diese Herausforderung erfolgreich zu bestehen. So müssen sich Wirtschaft und Unternehmen durchgreifend ändern und neu orientieren. Denn viele der bisherigen Industriegüter können sich im internationalen Wettbewerb nicht behaupten. Dienstleistungen etwa im Handel, im Finanzwesen, im Tourismus wurden stark vernachlässigt. Vollbeschäftigung gab es im real existierenden Sozialismus nur zum Schein. In Wahrheit bestand in nahezu jedem Betrieb und jeder Verwaltung das, was man als verdeckte Arbeitslosigkeit bezeichnet. Allein der öffentliche Dienst war fast doppelt so stark besetzt wie vergleichbar in der Bundesrepublik. Und niemand wird behaupten, dass der öffentliche Dienst in der Bundesrepublik zu schwach besetzt ist.
Zur Bestandsaufnahme gehört auch die Lage der Staatsfinanzen in der bisherigen DDR. Verfügbare Mittel wurden für staatliche Prestigeobjekte, für überbesetzte Verwaltungen und für ein Unterdrückungssystem ausgegeben. Statt in die Zukunft zu investieren, wurde Substanz verwirtschaftet. Bereits vor Jahresfrist, und dies kann man gar nicht häufig genug sagen, sind führende Funktionäre der SED selbst in ihren Berichten zu dem Ergebnis gekommen, dass der DDR gegenüber dem westlichen Ausland sehr kurzfristig die Zahlungsunfähigkeit drohe. Meine Damen und Herren, unter derart bedrückenden und entmutigenden Verhältnissen haben die Menschen der DDR über 40 Jahre leben und arbeiten müssen. Umso höher wissen wir einzuschätzen, was sie in dieser Zeit geleistet haben. Wer seit über 4 Jahrzehnten gleichsam auf der Sonnenseite deutscher Geschichte in der Bundesrepublik Deutschland leben durfte, sollte sich dies immer bewusst machen. Es ist zutiefst deprimierend, dass das Regime die Früchte jahrzehntelanger Anstrengungen der Bürger weitgehend zunichte gemacht hat. Fühlen sich auch jetzt noch von denen verunsichert, die den Neubeginn mit altem Denken bewusst erschweren und verschleiern. Die alte Kommandowirtschaft ist gescheitert, aber die Konturen der neuen Ordnung sind oft noch nicht klar erkennbar. Und damit verbindet sich die verständliche Frage der Menschen nach der eigenen Zukunft. Die Frage nach dem Arbeitsplatz, nach Einkommen oder Rente, nach der Wohnung, nach den neuen Anforderungen einer wettbewerbsorientierten Wirtschaft. Wir alle, ich selbst, nehmen diese Fragen und auch die Ängste ernst. Es sind Fragen des persönlichen Betroffenseins, Fragen, die uns alle angehen. Und daran knüpfen sich zugleich Hoffnungen und Erwartungen. Erwartungen, die manches Mal über das hinausgehen, was staatliche oder private Unterstützung und Hilfe kurzfristig leisten kann. Wir verstehen diese Erwartungen. Wir werden alles in unserer Kraft Stehende tun, um so schnell wie möglich die Folgen der Teilung zu überwinden. Doch, meine Damen und Herren, was in 4 Jahrzehnten zunichte gemacht wurde, kann nicht in wenigen Wochen und Monaten aufgeholt und ausgeglichen werden. Und finanzielle Anforderungen finden dort ihre Grenze, wo die Stabilität der D-Mark und die finanzielle Solidität des Gesamtstaats berührt werden. Denn dies ist das Fundament, auf dem wir heute stehen und auf dem wir die gemeinsame Zukunft aufbauen wollen. Meine Damen und Herren, umso wichtiger ist es, nicht nur die Kosten des Neubeginns in der öffentlichen Diskussion anzufragen, denn es ist ja ein leichtes, und wir erleben es, horrende Zahlen aufzuaddieren. Wer so redet, der soll bitte auch an die Kosten der Teilung in den letzten 40 Jahren denken. Kosten der Teilung in der Bundesrepublik ebenso wie in der DDR. Er sollte denken an die vielen Milliarden für Berlin- und Zollenrandförderung, für Transitpauschalen, für Häftlingsfreikäufe und dies Jahr für Jahr. Er soll vor allem auch denken an die immensen Ausgaben für das Überwachungs- und Unterdrückungssystem von Stasi, von Mauer und von Stacheldraht. Wer diese Diskussion führt und diese Summen einmal in die Relation setzt, der kommt sehr rasch zu Größenordnungen in vierstelliger Milliardenhöhe. Will jemand wirklich diese gigantischen Kosten der Teilung weiter in Kauf nehmen, anstatt jetzt sinnvoll und mit Augenmaß die Einheit unseres Vaterlandes zu investieren? Meine Damen und Herren, heute an diesem Tag können wir mit Stolz feststellen, der Standort Deutschland zählt zu den ersten Adressen in der Welt. Und die D-Mark gehört zu den gefragtesten und härtesten Währungen. Am Arbeitsmarkt eilt die Beschäftigung boomartig von Rekord zu Rekord. Zuletzt auf 28,5 Millionen. Meine Damen und Herren, was ist eigentlich übrig geblieben von Ihrem Katastrophengerede der vergangenen Zeit? Binnen Jahresfrist
Binnen Jahresfrist entstanden allein über 700.000 neue zusätzliche Arbeitsplätze. Ein derart erfreuliches Ergebnis gab es in der Nachkriegszeit nur ein einziges Mal im Jahr 1955. Das ist die Realität Deutschlands am heutigen Tag. Und obwohl in den letzten 12 Monaten annähernd 1 Million Aus- und Übersiedler in die Bundesrepublik gekommen sind, ist die Arbeitslosigkeit rückläufig, Kurzarbeit und Jugendarbeitslosigkeit einst große Belastungen sind nahezu verschwunden. Dies alles zeigt, meine Damen und Herren, an diesem Modell deutlich gemacht. Wir haben allen Grund, den Wiederaufbau zwischen Elbe und Oder mit Zuversicht anzugehen. Und die Frage, die gestellt wird, beantwortet sich von selbst. Wann, wenn nicht jetzt, waren wir besser vorbereitet zum vereinten Deutschland, zum Aufbauwerk für ganz Deutschland? Mit dem Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion und dem Einigungsvertrag haben wir die entscheidenden Weichen für den Übergang zur sozialen Marktwirtschaft gestellt. Wer sagt, dies alles sei zu schnell gegangen, der muss sich doch einfach fragen lassen, wie er denn sonst den Menschen in der DDR eine neue Zukunft eröffnet hätte, wie er denn sonst den weiteren Zustrom Hunderttausender von Übersiedlern verhindert hätte. Und ich füge hinzu, wer sagt, dies alles sei ihm viel zu schnell gegangen, der soll unseren Landsleuten in der bisherigen DDR auch sagen, dass er eben die D-Mark gerne noch etwas für sich allein behalten hätte. Und dass Solidarität und dass er Solidarität eben nur langfristig und auf Raten erbringen will. Die Wahrheit ist, und es gehört in diese Stunde, dass wenn wir die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion am 1. Juli nicht eingeführt hätten, wir am heutigen Tag ungefähr 1 Million Übersiedler aus der DDR in der Bundesrepublik gehabt hätten. Und dass diese Entwicklung zu katastrophalen Verwerfungen in der Gesellschaft der Bundesrepublik wie der DDR geführt hätte. Und mit dem Einigungsvertrag ist der Grundstein für Aufschwung und Wohlstand in ganz Deutschland gelegt. Wesentlich bleibt, dass wir auch unter den schwierigen Bedingungen des Übergangs, der Umstrukturierung und der Neuorientierung an dem festhalten, was sich durch 40 Jahre bewährt hat, an einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die Chancen für Leistung und Engagement eröffnet und die zugleich dort Hilfe und Unterstützung gewährt, wo die eigene Kraft nicht ausreicht. Seien wir uns darüber im Klaren, wie wir mit dieser historischen Herausforderung fertig werden, wird auch jenseits unserer Grenzen aufmerksam verfolgt. Das Ergebnis unserer Anstrengungen wird die wirtschaftliche und damit auch die politische Position Deutschlands in der ganzen Welt ganz maßgeblich bestimmen. Deswegen war es von Anfang an unser Bestreben, die inneren und äußeren Aspekte unseres Weges zur Einheit so eng wie möglich miteinander zu verknüpfen. Für uns gilt weiterhin, Deutschland ist unser Vaterland und das vereinte Europa unsere Zukunft. Im ersten Artikel unseres Grundgesetzes bekennt sich das deutsche Volk zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Dies ist der entscheidende moralische Anruf für die Politik des vereinten Deutschland. Heute, meine Damen und Herren, können wir der jungen Generation in Deutschland und in Europa, der Generation unserer Kinder und Enkel sagen, ihr habt alle Chancen auf ein Leben in Frieden und Freiheit. Ihr habt alle Chancen, das Leben, euer Leben,
nach eigener Vorstellung zu gestalten, in Familie und Beruf persönliches Glück zu finden. Eigene Anstrengungen sind dabei gefordert, das ist wahr. Aber wann je, meine Damen und Herren, konnte eine junge Generation in Deutschland mit mehr Grund zur Hoffnung und Zuversicht nach vorne blicken. Herr Präsident, meine werten Kolleginnen und Kollegen, der ein und andere, der dieser Tage den Reden aus Berlin zuhörte, mag gefragt haben, ob nicht für eine Weile der großen Worte genug gewechselt seien. Es ist wohl in der Tat, das bezog sich jetzt nicht auf die Erklärung des Bundeskanzlers, sondern ich meine, es ist wohl in der Tat der neue Alltag, der mit dieser Sitzung des erweiterten Bundestages beginnt. Dies will nicht heißen, dass wir den 3. Oktober routinemäßig abhaken könnten. Wie könnten wir? Die große Freude darüber, dass willkürliche Teilung im Zeichen von Selbstbestimmung ihr Ende gefunden hat, mischt sich allerdings mit der sorgenvollen Frage, ob wir mit der konkreten Untermauerung der Einheit gut und rasch genug fertig werden. Dass die Einheit zum Nulltarif zu erhalten wäre, hat keinen Glauben gefunden. Was der Herr Bundespräsident gestern hierzu beim Staatsakt ausführte, war aus meiner Sicht viel überzeugender als das meiste, was bisher von Regierungsseite zu hören war. Der Bundeskanzler hat heute von materiellen Opfern gesprochen, das war an der Zeit. Aber welche Fehleinschätzung wird hiermit korrigiert? Und wer soll was tragen? Das muss noch geklärt werden. Damit wir uns, Herr Bundeskanzler, verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit wir uns nicht missverstehen. Ich setze natürlich darauf, dass wir es schaffen werden. Die wirtschaftliche Aufforstung und die soziale Absicherung liegen nicht außerhalb unseres Leistungsvermögens. Die Überbrückung geistig-kultureller Hemmschwellen und seelischer Barrieren mag schwieriger sein. Aber mit Takt und mit Respekt vor dem Selbstgefühl der bisher von uns getrennten Landsleute wird es möglich sein, dass ohne entstellende Narben zusammenwächst, was zusammengehört. Es kommt entscheidend darauf an, dass Solidarität, von der in den Reden dieser Tage viel die Rede war, dass Solidarität heruntergeholt wird vom Podest der Festredner. In der modernen Demokratie muss Solidarität verstanden werden als Verpflichtung der Stärkeren gegenüber den Schwächeren. Hieran wird man uns messen, gewiss auch an unserer Fähigkeit, über den nationalen Tellerrand hinauszublicken. Herr Bundeskanzler, wer wollte Ihnen nun das Glück missgönnen, dessen Sie teilhaftig wurden, als eine grundlegend veränderte außenpolitische Lage Chancen bot, die vorher nicht gegeben waren?
Die Früchte von Ost-West-Entspannung und europäischer Umwälzung ernten zu können, ist nicht das Schlechteste, was einer Regierung widerfahren kann. Wie es weitergeht, ist nicht notwendigerweise dieselbe Sache, aber es ist jedenfalls unser aller Sache. Jedenfalls auch die Sozialdemokraten wissen die Arbeit zu würdigen, die in diesen Monaten in Bonn und in Berlin für Deutschland geleistet wurde. Da hätte man sich manchmal gewünscht, solider fachlicher Rat würde stärker einbezogen werden und parteipolitisches Kalkül wäre außer Betracht geblieben. Der objektive Zwang, seien Sie vorsichtig jetzt, der objektive Zwang zu breiten Mehrheiten hätte sich auch früher als beim zweiten Staatsvertrag erkennen lassen. Alle, die als Mitarbeit der Regierung oder soll ich sagen der Regierungen ihre Pflicht getan haben und manchmal mehr als diese, können unserer Anerkennung gewiss sein. Dies gilt, gestatten Sie mir den Zusatz, dies gilt ganz besonders für die überaus kundige internationale Absicherung der deutschen Einheit in Europa. Dies ist eine Zeit, meine Damen und Herren, in der öffentliche Verantwortung großgeschrieben werden muss. Allein schafft der Markt es nicht. Konzertierte Aktion ist geboten im Interesse von wirtschaftlicher Entfaltung und gesellschaftlicher Stabilität. Die Gesetze der parlamentarischen Demokratie treten freilich angesichts ungewöhnlicher Aufgaben nicht außer Kraft. Demokratie bleibt nun einmal ein Wagnis, das Zeit und Mühen in Anspruch nimmt und sich letztlich doch immer lohnt. Alle Vermutung spricht dafür, dass wir, wer immer künftig Mehrheit oder Minderheit sein mag, mehr aufeinander angewiesen sein werden, als es viele bislang vermuteten. Ich spreche von Verantwortung, nicht von Koalition. Bei allem notwendigen Streit der Meinungen gilt es, das Notwendige zu tun, wo Gesamtinteressen von Staat und Volk auf dem Spiel stehen. Aus meiner Sicht gilt dies nicht nur für die außenpolitischen Rahmenbedingungen, sondern eben auch für Arbeitsplätze und Infrastruktur und zumal für die ökologische Entseuchung, für kulturelles Erbe, für das Zusammenführen der jungen Generation auf beiden Seiten der bisherigen Trennungslinie. Einen herzlichen Willkommensgruß möchte auch ich den Kolleginnen und Kollegen entbieten, die frei gewählte Volkskammer in diesen erweiterten Bundestag entsandte. Ich grüße Sie nicht nur als ältestes Mitglied dieses Hauses, was ja kein besonderes Verdienst ist, sondern als einer, der sich 1949, September 49 folgende, in einer vergleichbaren Situation des Entsandtwordenseins damals von Berlin nach Bonn befand. Die Mitwirkung der Berliner blieb damals beschränkt.
Bis vor Monaten übrigens. Aber die lebendige Verbindung zwischen Rhein und Spree, die blieb über die Jahre hinweg wach und wurde ausgebaut. Ohne das schützende Dach der Alliierten hätten wir uns jedoch weder in Berlin behaupten, noch die staatliche Einheit erlangen können. Ich habe an manche kritische bis akut friedensgefährdende Situation denken müssen, als ich vorgestern die Kommandanten der drei Westmächte als Träger der obersten Gewalt verabschiedeten. Machen wir uns nichts vor, verehrte Damen und Herren. Der Weg von Deutschland nach Deutschland wäre verbaut gewesen, hätte Berlin nicht standgehalten. Und dann war es ja auch hier in Berlin, wo wir die Politik der kleinen Schritte entwickelten, von der wir nach einigen Mühen auch andere überzeugen konnten. Es ging nie um Anerkennung der Teilung, geschweige denn der Mauer, sondern es ging um zunächst noch so kleine Erleichterungen für die Menschen. Weil wir überzeugt waren, dass die Nation in ihrem Bestand gefährdet sein würde, sollten die Familien und die Volksteile auseinanderdriften. Aus den kleinen Schritten wurde die Ostpolitik mit dem Bemühen, Spannungen abzubauen, Zusammenarbeit zu fördern, gemeinsamer Sicherheit den Weg zu ebnen. Alle Schritte, besonders die des gesamteuropäischen Vorhabens von Helsinki 1975. Und wie umstritten war doch das. Und es ist gut, dass wir jetzt alle dafür sind. All dies zielte darauf ab, die Teilung Berlins und Deutschlands und Europas überwinden zu helfen, ohne bewährte Freundschaften aufs Spiel zu setzen. So hielten wir es in den Regierungen der sozialliberalen Koalition. Das wird ja auch kaum noch in Zweifel gezogen. Und dabei hatte und hat, ich weiß das wohl, keiner von uns letzte Wahrheiten gepachtet. Auch Bundeskanzler Kohls Entourage wird bewusst sein, dass es keinen Sinn ergibt, wichtige Kapitel der zurückliegenden Jahre ausblenden zu wollen. In gewisser Hinsicht sind wir, wenn ich es recht sehe, in der Politik für Deutschland alle eher Stafettenläufer denn Einzelkämpfer. Wer war schon ganz sicher, Herr Bundeskanzler, in der Beurteilung des Wandels in der Sowjetunion und hinsichtlich dessen, was Gorbatschow darstellte und bedeuten würde? Wo es um vertragliche Regelungen geht, haben eben einige etwas früher begonnen als andere. Das ist das Normale, was sich im Leben vollzieht. Dass wir ein Volk der guten Nachbarn sein wollen, im Innern und nach außen, Herr Bundeskanzler, habe ich natürlich gern gehört. Wortgleich stand es so in meiner Regierungserklärung vom Herbst 1969. Wie neu wird nun, wird man von wohlmeinenden Ausländern gefragt, wie neu wird nun das neue Deutschland sein? Meine Antwort: Nichts
wird wieder so werden, wieder. So werden, wie es einmal war. Nein, dies wird kein Nationalstaat alter Prägung, sondern dies wird eine Republik, die bundesstaatlich aufgebaut ist und eine Republik, die aus hieraus und aus der kommunalen Selbstverwaltung Kraft schöpfen kann. Eine Republik, die international festgelegte Grenzen hat. Wie hat sich unser eins dafür ins Zeug legen müssen? International festgelegte Grenzen. Eine Republik, die schon in ihrer bisherigen Form europäisch eingebettet war und in ihrer erweiterten Gestalt erheblichen Anteil haben wir an den Prozessen der europäischen Einigung. Ich halte nichts von großmäuligem Gerede über eine deutsche Weltmachtrolle. Aber an europäischen Initiativen auch nach außen mitzuwirken, das ist möglich und es ist notwendig. Auch verhindern zu helfen, dass Europa neu auseinanderdriftet. Mauern des Misstrauens und der Abschottung dürfen weder an der Oder und Neiße noch an den Bug verlegt werden. Die Schwerter zweier Weltkriege, des Kalten Krieges und des Klassenkampfes umzuschmieden zu Pflugscharen der Demokratie. Das ist die Aufgabe, vor die der Vollzug der Einigung Deutschlands uns stellt. Das Denkmal, das uns diese Aufgabe auszudrücken hilft, steht neben dem Palast der Vereinten Nationen in New York. Eine Wandinschrift auf dem Platz der Vereinten Nationen erinnert zusätzlich an das Jesaja-Wort, das der Bildhauer darstellen wollte. Das Denkmal selbst war ein Geschenk der Sowjetunion an die Vereinten Nationen. Die jungen Leute der Friedensbewegung in unserem Land, die dieses Zeichen Anfang der 80er Jahre als Aufnäher an ihren Ärmeln trugen, wurden polizeilich verfolgt und mehr als einmal misshandelt. So umschreibt dieses Symbol die Dimensionen der Aufgabe, die vor uns steht. Denn zwischen die Verantwortungsträger der heutigen Welt und unsere Nachbarn im Westen und Osten sehen wir uns gestellt, wenn wir die Debatte darüber aufnehmen, wie Vereinigung und Demokratisierung sich im deutschen Vereinigungsprozess zueinander verhalten. Es war dieser Zusammenhang, in dem auch die Bürgerbewegungen unseres Landes nach dem Ende der deutschen Teilung verlangt haben. Einer der entscheidenden Texte dieser Bewegung aus dem Jahre 1987, der hervorgegangen ist aus einer Protestaktion aus Anlass des 25. Jahrestages des Mauerbaues, trägt die Überschrift Absage an Prinzip und Praxis der Abgrenzung. Der Text selbst, der sich dann hauptsächlich mit Fragen der Reisefreiheit nach Ost und West beschäftigt, stellte seine Forderungen im Interesse des demokratischen Dialoges freier und mündiger Bürger. Was nun Leute der Bürgerbewegungen von anderen unterschied, die über die Spaltung Europas und Deutschlands nachdachten, war ein klareres Bewusstsein davon, dass die Übertragung der Grundsätze westlicher Demokratie in die Osthälfte Europas ohne deren beträchtliche Ergänzung und Erweiterung nicht gelingen kann. Solchen Übertragungsversuchen drohte das gleiche Schicksal wie Wilsons 14 Punkten. Formuliert als Programm der Befreiung osteuropäischer Völker, zerbrach es am Widerstand derer, die nicht einsahen, dass demokratische Freiheiten etwas anderes sind als individuelle Rechte, die man zusprechen oder versagen kann. Worum es vielmehr geht, ist, das durchzusetzen, was Wilson
die Herrschaft des Rechtes genannt hat, einen politisch-sozialen Zustand, in dem solche Rechte allererst durchsetzbar und darum auch zuerkennbar werden. Mit anderen Worten, Demokratie ist nicht nur eine innenpolitische Frage nach einer bestimmten Verfassungsform. Sie ist auch eine außenpolitische Forderung, die nach einer Völkerdemokratie als der Voraussetzung dafür, dass externe politische Abhängigkeiten nicht Demokratisierung nach innen verhindern. Die deutsche Verfassung ist ein Teilaspekt und nicht der unwesentlichste der europäischen Einigung. Wer, meine Damen und Herren, in diesem Gebäude einen neuen Abschnitt deutscher Politik eröffnet, muss sich dazu erklären, wie er sich zu jenen Traditionen zu verhalten gedenkt, deren Symbol das Berliner Reichstagsgebäude ist. Dass in diesem Hohen Hause niemand die Absicht hat, dem verhängnisvollen Zweiten und dem katastrophalen Dritten Reich ein Viertes hinzuzufügen, das kann vorausgesetzt werden. Aber genügen die sattsam bekannten Absichtserklärungen und die oft wiederholten Hinweise auf die europäische Einbindung, um falschen Weichenstellungen zu wehren. Die Absage an das Zweite und das Dritte Reich muss jetzt eine endgültige verfassungsrechtliche Gestalt annehmen. Die Folgen der Umweltzerstörung in der Zweidrittelwelt erreichen uns in Gestalt der Flüchtlingsmassen, die vor den Toren der reichen Industriestaaten lagern. Ist es ausgerechnet den Deutschen erlaubt, das diskriminierende Wort Wirtschaftsasylanten dort zu gebrauchen, wo die Zerstörung jeglicher Lebensqualität keinen anderen Ausweg als die Flucht zulässt? Alle wissen es. Es gibt nur das eine ökologische Globalsystem, das uns mit jenen Teilen der Welt verbindet, wo die Folgen statt die Profite unserer Wirtschaft ankommen. Die christlichen Kirchen haben darum den konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in Gang gesetzt. Stellt sich aber für uns im geeinten Deutschland die Frage nach einer Erweiterung der Demokratie, und ohne diese Erweiterung, Herr Abgeordneter Drecker, wird es für den einen Teil der Deutschen, deren Länder Sie soeben als Entwicklungsländer bezeichnet haben, nur zu einer Demokratie niedrigerer Stufe kommen. So kann diese Erweiterung nur in Richtung auf die Gerechtigkeit und den Frieden jenes Prozesses gehen. Sie wären dann jene Pflugscharen der Demokratie, von denen eingangs die Rede war. Der Acker aber ist die Welt, möchte man mit jenem bekannten Jesus-Lockion hinzufügen. Und ist es nicht eine merkwürdige Welt, in der sich denen, die über eine neue Epoche in der Geschichte der Demokratie nachdenken, solche Aussprüche auf die Lippen drängen? Ich danke Ihnen. Sie ahnen, dass ich für die Abgeordneten der PDS spreche. Gestatten Sie mir dazu einige wenige Bemerkungen. Die SED ist eine Partei, die zweifellos zunächst aus antifaschistischen Parteien hervorgegangen war. Der DDR und der SED wurden nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg ein poststalinistisches System übergestülpt, und wir haben es uns überstülpen lassen. Das war unter anderem allerdings auch deshalb möglich, weil es damals Kräfte gab, die nicht den Kompromiss suchten, sondern das halbe Deutschland ganz wollten. Diese SED trug eindeutig die Hauptverantwortung für undemokratische und die individuellen Freiheiten widersprechende Systeme und Strukturen. Sie trug sie nicht allein, auch andere Parteien waren daran beteiligt. Aber die Parteien selbst waren undemokratisch organisiert. Das heißt, es gab immer einen großen Widerspruch zwischen Führung und Mitgliedschaft. In der SED waren 2,3 Millionen Mitglieder, darunter nicht wenige Ältere, die zwischen 1933 und 1945
40 gegen die faschistische Diktatur gekämpft und unter ihr gelitten hatten. Sie wurden mit vielen anderen Mitgliedern auch um ihre Ideale betrogen und versuchen nun zum Teil in der PDS ihnen wieder gerecht zu werden, nachdem sie eine korrupte Führung ausgeschlossen und sich zu neuen Zielen bekannt haben. Wir stehen zu der Geschichte und der Verantwortung. Das macht den Weg sehr viel schwieriger, aber auch ehrlicher. Damit steht vor uns in besonderem Maße ein Problem, das vor vielen ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern der DDR sicherlich für viele wesentlich schwächer, aber doch ähnlich steht. Es geht um eine gerechte und differenzierte Beurteilung der Geschichte der DDR und ihrer ehemaligen Bürgerinnen und Bürger. Also um die Einschätzung von Fehlentwicklungen, von undemokratischen, auch von verbrecherischen, von uneffizientem, von unökologischem, aber eben auch um den Beitrag zur Friedens-, Abrüstungs- und Entspannungspolitik, um den Abbau von sozialen Unterschieden, um bestimmte soziale und rechtliche Leistungen. Es sollte ab jetzt alles unterlassen werden, was das Selbstvertrauen ehemaliger Bürgerinnen und Bürger der DDR weiter untergräbt, dass es ihnen schwer oder unmöglich macht, zu ihrer eigenen Biografie zu stehen, dass sie schon nach eigenem Empfinden Bürger zweiter Klasse sind. Und wenn sich hier Psychologisches und Soziales als Minderwertiges auch noch verkoppelt, dann kann das nicht ungefährlich sein. Dazu können auch Gesten gehören. Und ich finde, es gibt hier so manche falsche Gesten. Wenn zum Beispiel 5 ehemalige DDR-Politiker heute zu Ministern ernannt werden und gleichzeitig gesagt wird, dass sie eigentlich keine Aufgabe haben, dann ist das so eine falsche Geste. Und ich warne auch davor, die Auseinandersetzung mit der Geschichte der ehemaligen DDR zu nutzen, um die Bundesrepublik Deutschland zu glorifizieren. Das nützt niemanden. Es gibt hier auch sozial Schwache und Arme, es gibt auch Ausgegrenzte. Und es ist viel zu tun in diesem Gesamtdeutschland, auch an sozialer, psychologischer, kultureller und politischer Entwicklung. Und ich finde auch, dass man ehrlich und konsequent sein muss und dass man auch danach die Verhältnisse ausrichten sollte. Ich werde Ihnen ein Beispiel nennen. Es gibt keine Fraktion, die zum Beispiel den Präsidenten der Sowjetunion Gorbatschow hinsichtlich seiner Leistungen nicht würdigt. Aber es gehört eben der Ehrlichkeit hinzuzufügen, dass es Länder in der Bundesrepublik gibt, wo er mit seiner Biografie nicht mal Postbote werden könnte. Das gehört eben dazu. Und ich finde, da muss einiges geändert werden. Ich will auch etwas sagen zu dem Verhältnis zu den Nachbarvölkern. Ich glaube, man kann Deutschland nicht gefahrlos als Kernland bezeichnen, ohne damit eine ganz bestimmte Rolle anzustreben, die eben eine sehr globale Großmachtrolle ist. Und wer das Wort Großmacht benutzt, kann schon nicht mehr von gleichberechtigten Völkern in Europa sprechen. Und wer ein gutes Verhältnis zu Polen will, kann die deutsche Einheit nicht nutzen, um die Grenzen zu Polen fast zu schließen. Und man sollte einfach den Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik und den ehemaligen Bürgern, die ja das nun jetzt auch sind, der DDR, die Chance geben, aufeinander gleichberechtigt und in Würde zuzugehen. Und man sollte nicht von vornherein eine Rollenverteilung vornehmen, die der künftigen Entwicklung nur schaden kann. Ich will auch daran erinnern, dass wir meines Erachtens eine Entsolidarisierung der Lohnabhängigen nicht zulassen dürfen und dass es einfach darum geht, die entsprechenden Gemeinsamkeiten festzustellen und auch herzustellen und hier auch gemeinsame Kämpfe, wenn ich so mal sagen darf, der Zeit zu führen. Viel in diesem Land, das Parlament ist, weiß Gott, nicht alles in einem Land, aber das Parlament ist in gewisser Hinsicht natürlich auch Ausdruck der Kultur.
und der Würde, die in einem Land generell zu vertreten ist. Und ja, Sie können uns ja viel vorwerfen, aber nicht, dass wir uns bisher hier nicht kulturvoll und würdevoll benommen haben. Das können Sie nicht sagen. Und wenn ich die Art und Weise höre, wie Sie erlebe, wie Sie hier nicht zuhören, wie Sie Zwischenrufe machen, von denen Sie wissen, dass sie sowieso keiner versteht und sie deshalb auch nicht beantworten kann, dann frage ich mich, ob das wirklich das Bild ist, das wir abgeben sollten. Lassen Sie uns hier lieber ein Bild entwerfen des ernsthaften und sachlichen Streits, der ernsthaften und sachlichen Auseinandersetzung, aber das alles verbunden mit ein bisschen mehr Würde, ein bisschen mehr Toleranz und vor allem ein bisschen mehr Kultur. Verehrter Herr Kollege Brandt, Ihr Wunsch oder Ihre Anmerkung ist offenbar schnell gehört worden. Von den großen Worten sind wir inzwischen ein Stückchen weggekommen in dieser Debatte. Das mag ja zufriedenstellen. Ich zitiere sinngemäß Bert Brecht: Wenn einem die Wahlergebnisse nicht gefallen, dann suche man sich ein neues Volk. Und ich zitiere sinngemäß Oskar Lafontaine, wie vor eben gehört: Die große Mehrheit draußen ist vernünftiger als die Regierungsmehrheit. Nur die hat uns gewählt, Herr Ministerpräsident, und sie bezeugt bei Umfragen, dass sie uns für vernünftig hält, und sie wird es bei Wahlen ganz genauso tun. Da können Sie sich drauf verlassen. Andere, meine Damen und Herren, haben es vor mir gesagt. Ich stehe nicht an, es für die Fraktion der Freien Demokraten zu wiederholen. Das erste Wort an diesem Tag der deutschen Einheit, auf dieser ersten Sitzung unseres gesamtdeutschen Parlaments, muss ein Wort tiefen und ernsten Dankes und dankbarer Freude sein. Wir, jedenfalls die meisten von uns, haben über Jahrzehnte auf diesen Tag gehofft. Wir haben das Ziel der Einheit nie aus den Augen verloren. Wir haben gewiss auf vielfältige, auf oft unterschiedliche Weise darauf gar hingearbeitet. Wir haben über den richtigen Weg dorthin gestritten, aber wir hatten immer ein gemeinsames Ziel. Wir sind zuweilen kleinmütig gewesen und wir müssen uns auch eingestehen, auch wenn wir stets wussten, dass der Gedanke der deutschen Einheit über 40 Jahre von niemandem zerstört werden konnte, so haben wir doch oft gezweifelt, selber den Tag zu erleben, an dem die Deutschen wieder in einem Land, in einem Staat leben können. Und der Zweifel war verständlich, niemand braucht sich dessen zu schämen. Dass es anders gekommen ist, dass es besser gekommen ist, das macht doch das Glück der Deutschen in diesen Tagen aus. Dass wir die Einheit im Einvernehmen mit der Zustimmung, ja mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Nachbarn und der befreundeten Völker errungen haben, das erhöht diese Freude, erlaubt sie erst eigentlich. Und deshalb danken wir Ihnen an diesem Tage. Der 3. Oktober, meine Damen und Herren, 1990 ist für uns kein Tag des Triumphes. Er ist kein Tag nationaler Überheblichkeit. Wo um alles in der Welt, Herr Lafontaine, nehmen Sie Ihre Motivation dafür her, auf den deutschen Nationalstaat unter den heutigen Gegebenheiten einzuschlagen? Wer wollte den denn? Wer gestern die Tonart aller Reden gestern und vorgestern gehört hat, dem muss doch aufgegangen sein. Wir sind weit weg von Großmannssucht. Wer, Herr Gysi, hat das Wort Großmacht in den Mund genommen? Es ist ja richtig, dass es Nationalismus in Teilen auch Europas gibt, weil es eben Kommunisten mit diktatorischer Faust nicht gelungen ist, Nationalismus in Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien und anderen Gegenden niederzuhalten. Aber dass wir, die Deutschen, nach unseren Erfahrungen vom Nationalstaat und vom Nationalismus weit weg sind, das wollen wir uns doch gegenseitig nicht bezweifeln. Was soll das denn? Nein, nicht nur Überheblichkeit. Wir täten nicht recht daran, meine Damen und Herren, wenn wir heute nicht auch Demut empfinden. Und zwar Demut vor Entscheidungen der Geschichte, die wir im Westen Deutschlands gewiss mit unserer Politik beeinflusst haben. Das Bild von der Stafette, Herr Brandt, hat mir gut gefallen. Aber wir haben sie doch nicht selber getroffen und wir haben sie auch gar nicht selber treffen können. Bestätigt und gestärkt sehen wir uns freilich in dem Bewusstsein und in der Erkenntnis, die alle unsere Politik in der alten, in der kleineren Bundesrepublik seit ihrem Beginn immer bestimmt hat, dass die Freiheit der Menschen zwar lange unterdrückt und niedergehalten werden kann, aber dass sie nicht zerstörbar ist. Und wir danken denen, meine Damen und Herren, die für diese Freiheit ihr Leben gelassen haben, die in die Zuchthäuser des Regimes gingen oder Bespitzelung und Benachteiligung aller Art auf sich nahmen. Dies ist nicht der Tag der Einheit allein, dies ist der Tag der Einheit in Freiheit und Recht. Wir haben sie im Westen Deutschlands immer nur so verstanden und die Bürger der DDR haben nichts anderes gewollt.
Dieses einst so fernscheinende Ziel ist Wirklichkeit geworden. Mehr noch, es konnte nur Wirklichkeit werden, weil der Schrei nach Freiheit, der Ruf nach dem Staat der Bürgerrechte auch den Teil Europas ergriff, der über Jahrzehnte in erniedrigender Knechtschaft eines Systems gehalten wurde, das den Völkern einst die Erfüllung allen irdischen Glücks versprochen hatte. Und machen Sie nicht den Versuch, Herr Gysi, die Verirrungen und die Fehler und die Fehlleistungen dieses Systems bei Personen abzuladen. Das System trägt die Schuld, dass Sie mitvertreten haben über viele Jahre. Es ist heute mehrfach in dieser Debatte gesagt worden, dass in den letzten Tagen feierliche Reden gehalten wurden und dass wir jetzt zur Tagesarbeit übergehen. Dies ist sicherlich wahr, aber ich will trotzdem nicht verhehlen, dass mich ein besonderes Gefühl erfasst, wenn ich heute hier am Rednerpult des gesamtdeutschen Bundestages stehen darf und darf für die CDU-CSU-Fraktion sprechen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten zum Beispiel im Zusammenhang mit der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen beiden Teilen Deutschlands oder in Bezug auf den Einigungsvertrag zu Recht von historischen Ereignissen sprechen können. Nach der Öffnung der Mauer am 9. November 1989 sind jedoch der gestrige und der heutige Tag mit Sicherheit die entscheidenden historischen Daten. Sie markieren das Ende der Nachkriegsepoche für Deutschland, weil sie das Ende der Teilung Deutschlands markieren. Wir Deutsche leben wieder in einem Staat zusammen und ich meine, darüber sollten wir uns freuen. Meine Damen und Herren, letzte Woche hat der saarländische Ministerpräsident auf dem SPD-Parteitag diese historische Dimension bestritten. Mich hat dies nicht verwundert, denn Herr Lafontaine lebt seit jeher politisch vom Augenblick und nicht von den geschichtlichen Zusammenhängen. Und Herr Kollege Brandt, Sie haben in eigener, vorsichtiger, ja vornehmer Art auch auf Ihre Politik hingewiesen. Sie haben dabei auch den Grundlagenvertrag erwähnt und gesagt, alle Politik habe immer vermieden, die Zementierung Deutschlands zu vermeiden. Gestatten Sie, dass ich hier doch eine kleine Ergänzung anbringe, nämlich, dass der Grundlagenvertrag in der Folge der Politik nicht zu einer Zementierung der Teilung Deutschlands geführt hat, ist darauf zurückzuführen, dass 1973 das Bundesverfassungsgericht in seinem bekannten Urteil damals auf Antrag der Bayerischen Staatsregierung ganz klare Richtlinien festgelegt hat und beispielsweise gesagt hat, dass rechtlich die Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR nicht anders zu bewerten sei als die Grenze zwischen zwei Bundesländern in der Bundesrepublik Deutschland. Das war die entscheidende Notbremse, die damals gezogen worden ist. All das, was Sie zu Berlin gesagt haben und dass Sie der Auffassung sind, dass die Freiheit nur deshalb erhalten werden konnte, weil Berlin standgehalten hat und die Westmächte uns hier unterstützt haben, das möchte ich nachhaltig unterstützen. Ich möchte erwähnen auch den Freiheitswillen der Berliner selbst und nenne nur die Stichworte Blockade, 17. Juni, August 61, Besuch von John F. Kennedy im Jahr 1963 mit seinem berühmt gewordenen Ausspruch, auch das Berlin-Abkommen von 1971. Insofern möchte ich über der Politik und über denen, die dafür Verantwortung bei den Westmächten getragen haben, der Berliner Bevölkerung im freien Teil Berlins für ihre Tapferkeit auch ein besonderes Dankeswort aussprechen. Und Herr Dr. Gysi, er ist im Augenblick nicht im Saal. Er hat ja hier in etwas moderater Art und Weise, dass mir da die Fabel vom Wolf eingefallen ist, der Kreide etwas gegessen hat, das werden Sie verstehen, gesagt, ja, da war schon vieles bei uns nicht so in Ordnung. Aber was haben wir eigentlich zur Friedenssicherung doch beigetragen? Da kann ich nur fragen, waren Mauer und Stacheldraht
waren der Schießbefehl, war der Einmarsch der Tschechoslowakei auch durch Truppen der DDR, war dies ein Beitrag zur Friedenssicherung in Europa oder war das nicht Zündeln und über das Zündeln teilweise hinaus die Setzung von Gefahren für den Frieden in Europa? So rum wird ein Schuh draus, meine Damen und Herren.